Oh, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Gamescom. Nino, was hast du eigentlich? Warum bist du so fertig? Oh. Ach, hast du die ganze Nacht wieder durchgezockt, ne? Nee, dieses Mal durchgefeiert. Ach, durchgefeiert, das ist natürlich was anderes. Ach, und wahrscheinlich nur für die Show. Ja, und mein nicht Logo, einfach so. Nur für die Show. Was denn sonst? Denn nachdem wir euch ja schon die besten Tipps zur Anreise oder den Übernachtungsmöglichkeiten gegeben haben, schauen wir heute mal, was ihr abseits der Gamescom sonst noch so in Köln anstellen könnt. Der Kölner Dom ist der Touristenmagnet Nummer 1 und sollte bei einer Stadterkundungstour durch Köln auf keinen Fall ausgelassen werden. Vollkommen richtig, Doro, aber viel spannender als das imposante Gebäude von außen zu betrachten, ist es natürlich an einer der zahlreichen Führungen durch den Dom, über das hohe Dach oder sogar durch die Schatzkammer teilzunehmen. Wenn ihr, genau wie Nino und Doro, auch einmal den Kölner Dom unsicher machen möchtet, besucht einfach die Internetseite www.kölner-dom.de. Hier findet ihr jede Menge Informationen zu Kölns bekanntestem Bauwerk, geschichtliche Hintergründe, interessante Facts und natürlich Öffnungszeiten sowie Preise zu den angebotenen Führungen. Wir können die Tour durch das geschichtsträchtige Gemäuer nur empfehlen. So Leute, hier seht ihr nun eine weitere fantastische Sehenswürdigkeit der Stadt Köln, nämlich das Rhein-Energie-Stadion oder früher Köln-Müngersdorfer Stadion. Am Samstag, den 21.08. findet in Köln nicht nur die Gamescom statt, sondern dann fällt endlich der Startschuss zur neuen Bundesliga-Saison, sprich die Saison 2010-2011. Die Geißböcke des 1. FC Köln empfangen dann hier den frisch gebackenen Erstligisten aus Kaiserslautern. Die Roten Teufel von Betzenberg werden natürlich alles daran setzen, direkt den ersten Auswärtsdreier einzufahren. Und das wäre auch mehr als vernünftig, denn in ihrem ersten Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion eine Woche später, sprich am 28. August, empfangen die Lauterer dann den Rekordmeister aus München, den FC Bayern. Aber hier wird nicht nur Bundesliga gespielt, auch die WM war hier schon zu Gast, und zwar im Jahr 2006. Da wurde hier fleißig gekickt. Auch musikalische Größen geben sich hier in Köln die Klinke in die Hand. So spielten die Rolling Stones oder... So, und jetzt machen wir was, was mir gefällt. Ein spannender, aber auch ganz schön anstrengender Tag in der Domstadt in Köln liegt hinter uns. Die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen hat wahrlich einiges zu bieten. Ja, und weitere Infos rund um Köln findet ihr unter dem Menüpunkt Köln entdecken auf www.gamescom.de. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr am besten zum Fußballstadion kommt, dann schreibt mir einfach eine Mail an nino@gamescomtv.de. Ja, und wenn ihr was Anständiges wissen wollt, dann schreibt ihr am besten an mich, nämlich an doro@gamescomtv.de. Na dann, Chef. Nino. Oh. Na dann, Prost. Prost. Nino, du bist einfach nur selber schuld, dass du so fertig bist. Ich habe ja nur einen Kölsch getrunken, damit wir gutes Bildmaterial für die Zuschauer haben. Ja, eins, aber nicht 10. Oh. Naja, jedenfalls wisst ihr jetzt bestens Bescheid, mit was ihr euch die Zeit nach einem anstrengenden Messetag in Köln sonst noch so vertreiben könnt. Ja, und in wenigen Wochen ist es soweit. Und wir werden euch in der nächsten Folge zeigen, welche Hard- und Software-Neuheiten es für euch auf der Gamescom gibt. Ob Move, Kinect oder der Nintendo 3DS, da kommt wahrlich einiges auf uns zu. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche. Dann endlich in 3D. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.